Eines Tages kam auf meinen Schreibtisch ein Schreiben von Hans Schweikart, der damals Intendant der Münchner Kammerspiele war. Und er schickte mir ein paar wenige Seiten beschrieben mit seinen Erinnerungen an das Ende des Künstlerehepaars Joachim Gottschalk, mit dem er befreundet war und dessen Selbstmord er aus naher Nähe erlebt hatte. Mich hat diese Geschichte sehr erschüttert, denn das brachte in mir sehr viele Dinge zum Klingen, die ich in der Vergangenheit selbst erlebt hatte, in der Nazizeit, im Kreis der Freunde und Verwandten. Und meine Mutter ist auf der Flucht vor der Gestapo ums Leben gekommen. All das kam wieder hoch, als ich das las. Aber nicht nur das, auch die Auseinandersetzung mit der Haltung der Intellektuellen während der Nazizeit war ein Thema, was mir sehr, sehr viel zu schaffen gemacht hat, worüber ich lange nachgedacht habe. Diese angeblich unpolitische Haltung, wir sind ja nur Künstler, uns geht diese Politik alles gar nichts an, uns geht es ja noch gut, es wird schon nicht so schlimm und wie sich das alles ausdrückte. Und ich wusste, ich muss diesen Film selbst machen, denn ich kann das Vereinen dieser beiden thematischen Linien niemanden anderen geben. Ein anderer könnte vielleicht auch die Geschichte der Gottschalks und seines Selbstmordes verfilmen. Aber nur ich kann dieses Wechselspiel von Verfolgung und in den Tod getrieben werden auf der einen Seite und eigener Verantwortung oder mangelnder Verantwortung aus opportunistischer Haltung zu einer Einheit zusammenfügen. Und ich glaube auch, dass die Wirkung des Films gerade darauf beruht, dass sie eben nicht nur eine dieser beiden thematischen Linien hat, sondern dass er das zusammenfügt, dass eben aus dem tragischen, aus dem traurigen, aus dem schlimmen Ende eine echte Tragödie im klassischen Sinn wirkt, weil der die eigene Mitschuld der Opfer da, weil sie nicht nur Opfer, sondern auch Mitschuldige an ihrem eigenen Untergang sind. Dieses dramatische und tragische Motiv hat für mich eine große Rolle gespielt und ich wusste einfach, ich muss das selbst machen. Ich hatte zwar noch nie eine Filmregie geführt, ich hatte zwar noch nie ein Filmdrehbuch geschrieben, aber ich musste mich einfach hinsetzen und fing an, das zu schreiben.